10 Bitches und ich mach sie alle prong. 10 Ketten und ich hab sie alle. Der Boy no plug, I'm cooked. Oh, wollen wir jetzt eine Folge Trap House Kitchen uns reinzwirbeln, Freunde? Der Boy no plug, I'm cooked. 10 Bitches und ich mach sie alle prong. Wild. Notification Gang Check. Bro, ich liebe Buddy Boy, Alter. Und heute gucken wir Fried Chicken mit Mashed Potatoes. Fangen wir gleich an. Boah, es geht. Dude. Für die Mashed Potatoes vierteln wir die Kartoffeln. Real Talk, Kartoffelbrei ist das Beste, mit Abstand das Beste, was man machen kann aus Kartoffeln. Es gibt nichts Besseres, was man aus Kartoffeln machen kann. 100%ig. Ich habe 3 Pieces Chicken, ich verwende heute nur Chicken. Und Kroketten sind ganz unten, right? Genauso wie Kartoffelpuffer. Die sind ganz unten auf der Kette. Chicken Breast, ihr könnt aber natürlich Hähnchen, Schenkel, Chicken Thighs und so weiter verwenden. Heute habe ich einfach nur Lust auf das White Meat, auf die Chicken Breast. Ganz wichtig, wir marinieren die ein und zuerst würzen wir sie. Die Chicken Breast, Alter. Seid da nicht sparsam. Häuft richtig die Würze drauf, häuft richtig die Spices auf euer Chicken. Paprika Powder. Paprika. Paprika Powder, Junge. Cayenne Pfeffer. Black Pepper. Oha, was haut denn da alles drauf, Junge? Holy shit. Dasselbe auf der anderen Seite. Wir werden diesmal unser Chicken würzen selber, die Chicken Breast. Paprika. Dann werden wir die Batter, den Teig und das Mehl, in dem wir das Chicken dann wenden. Alles wird geseasoned, alles wird gewürzt. Basti hat recht, ist so. Es heißt doch Paprika, Freunde. Cayenne Pepper. Paprika. Und, fast hätte ich vergessen. Es ist so dumm, Alter. Garlic Powder, Knoblauchpulver. Boah, Dicker, dieses Knoblauchpulver ist so fucking awesome, dude. No joke. Beidseitig applizieren. So eine Bowl. Rein mit dem Chicken. Ich mache ein 3-Piece, ich mache 3 Stück Chicken jetzt. Natürlich, wenn ihr für mehrere Personen kocht, nehmt mehr. Mariniert wird mit Buttermilk. Digga, macht noch mehr rein? Die Buttermilch sorgt dafür, dass das Chicken schön moist und juicy wird. Ihr mariniert das ein paar Stunden. Je länger ihr mariniert, umso besser. Mindestens 1,5 Stunden, würde ich sagen. Macht 4 Stunden, macht es über Nacht. Ihr mariniert es mit Buttermilch für den rich Flavor, für den reichhaltigen Geschmack. Den Rich Flavor, reichhaltigen Geschmack, Bruder. Buttermilch, ruhig noch ein bisschen mehr. Schön bedecken das Ganze. Okay, aber wenn er halt noch so Buttermilch dazu macht, ich meine, dann ist ja relativ obvious, dass er dann mehr Gewürze dran machen kann, oder? Weil die Gewürze auch wieder abgehen und in die Buttermilch und so. Oh, Digga, das sieht so lecker aus. Ich hab so Hunger, Mann. Und dann nehmen wir das hier. Hot Sauce. Ich habe hier eine Special Hot Sauce. Texas Pete. Buffalo Wing Sauce, ihr könnt Louisiana Hot Sauce, das zum Beispiel, Louisiana Hot Sauce, aber halt aus einer großen Flasche. Diese Hot Sauce könnt ihr verwenden, ihr könnt Tabasco verwenden, ihr könnt Frank's Red verwenden. Alles noch nie gehört, außer Tabasco. Ihr könnt die normale Texas Pete Hot Sauce, hier habe ich da auch den nächsten. Ey, Bro, meine Lieblingssoße, lass mich kurz überlegen, ob ich irgendeine vergesse, aber ich glaube, meine Lieblingssoße ist dieser Ketchup von dieser einen Marke, die auch Barbecues macht. Digga, ich weiß leider nicht genau, wie die Scheiße heißt. Und also das ist so eine Flasche, die sieht aus wie so eine Barbecue-Flasche. Boah, Digga, das ist so geil, Alter. Das ist aus so getrockneten Tomaten gemacht, Junge. Das ist so geil. Ja, oh mein Gott, Digga, woo! Der Shit ist awesome, aber das gibt's leider nicht mehr in unserem Edeka, Bro. Richtig sad, aber der Shit ist fucking awesome. Von Church's Chicken, Hot Sauce und Texas Pete. Ich hab hier, wie gesagt, die Buffalo Wing Sauce und Texas Pete. No plug, ich verkaufe in der Trap the Sweet. Und ich schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Get it? Schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Hot Sauce, scharf, Texas Pete. Double Entendre, don't ask me how. Sweat. Alter, Junge, Money Boy ist es einfach, Bro. Wie er es noch erklärt, ja, ist so. So, bei jedem wäre es so geisteskrank wack, wenn man die Line erklärt oder wenn man einen Witz erklärt. Bei Money Boy macht es das Ganze einfach noch lustiger. Junge. Ab in den Freezer. Ich habe hier bereits vor mehreren Stunden Chicken einmal. Ab in den Freezer. Trainiert, das ist jetzt ready.
Alter, so geil, der Typ, ich schwör. Kommt frisch aus dem Kühlschrank. Für unser Fried Chicken würzen wir mal das Mehl. So wie der Colonel von KFC, er ist ja berühmt für seine Gewürze, für seine Secret Spice Blend. Hier wird gewöhnliches Weizenmehl, Paprika Powder, Salz, Black Pepper. Ey, Bro, Real Talk, Mann, ich muss unbedingt wieder Trap House Kitchen Videos machen, ich schwöre es euch. Digga, die kam viel zu lange nicht. Wirklich, wir brauchen das. Das letzte ist ein Jahr her jetzt. Chili-Flocken. Garlic Powder. Italian Herbs, italienische Kräuter. Getrockneter Thymian. Schön boah, miteinander vermengen. Geil, Alter. Noch mehr Cayenne-Pepper. Boah, Digga, das sieht so geil aus. Boah, ich hab so Hunger. Boah, komm, dip die Chicken rein. Oh, dip das Chicken, Bro. Dann verquälen wir ein Ei. Digga, bei uns übrigens alle Eier weg. Wir waren gerade einkaufen. Digga, wir waren... Alter, Jungs, ich schwöre, man wird einfach so sauer auf die Menschheit, wenn man einkaufen geht zur jetzigen Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, also erstmal da ist so eine Schlange bis zur Fleischtheke bei uns. Kommt da einfach so ein Pole, stellt sich einfach mitten rein, Digga, juckt mich nicht. Ja, moin, er stellt sich einfach rein. So ein Typ, Entschuldigung, da hinten ist die Schlange. Er telefoniert einfach mit seinem Kumpel weiter, stellt sein Wodka rechts da im Regal ab, telefoniert einfach weiter, juckt ihn einfach nicht, Bruder. Ist ihm scheißegal, Bruder. Juckt's nicht. Weißt du, und dann kommt erstmal so eine Alte, hustet die ganze Zeit neben uns, fucking 30 Zentimeter, und fässt erstmal so alle fucking Babynahrungsdinger an, die es da gab, Junge, weil sie irgendwie checken wollte, was drin ist. Dicker. So, ich meine, selbst wenn du von jeder eine anfässt, um zu gucken, okay, aber sie hat von einer Marke mindestens 4 oder so angetatscht. Digga, wirklich, Bro, kennt ihr diese Menschen, wo ihr die so anguckt und euch so denkt, Digga, ich könnte einen Zehner wetten, die haben sich die letzten 10 Tage nicht einmal die Hände gewaschen. So eine Person war das einfach. Es war so ekelhaft, Alter. Bruder. Und dann weißt du so, Leute in unserem Alter, Digga, die haben alle Abstand gehalten. Aber die alten Säcke, weißt du, die sich immer abreiten über die Jugend von heute, weißt du? Die, Bruder, ist immer schön fucking auf 30 Zentimeter nah und schön Stress machen. Ja, warum machen sie hier keine zweite Kasse auf? Und Digga, ich schwöre, Alter, wirklich, Digga. Digga, Menschen sind einfach so dumm einfach. Wir haben es einfach verdient, dass hier einfach mal, weiß ich nicht, 50% einfach mal hops gehen. Nee, aber Real Talk, also ich schwöre. Wirklich, wir haben es einfach nicht verdient, auf dem Planeten hier zu wohnen, Alter. No joke, wie weiß ich nicht. Das ist einfach Bullshit, Alter, no joke. Wir spulen ein bisschen vor zum Ergebnis, okay? Würzen, Salz. Boah, Pfeffer. Digga. Boah, geil, und Alter. Muskatnuss. Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Salz und Pfeffer und Muskatnuss sorgt für den Genuss am Schluss. Bruder. Bei Bedarf. Ach nee, ey. Gebt ihr einfach mehr Milch dazu oder noch ein bisschen Butter. Aber für mich sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Wunderbar. Deckel drauf. Ab mit unserem Chicken Pea. Deckel drauf. Pieces in die Fritteuse. Wie er die ganze Zeit so richtig American redet und dann auf einmal kickt der Allmann, Junge. Sorgt für den Genuss am Schluss. Bei Bedarf gebt ihr einfach mehr Milch dazu oder noch ein bisschen Butter. Aber für mich sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Oh ja, Mann. Wunderbar. Deckel drauf. Ab mit unseren Chicken Pieces in die Fritteuse. So geil, ey. Oha, oha. Boah, Bruder, der hat denn so eine Fritteuse zu Hause, wie Grad. Geil. Mm. Wie so ein Auto. Oh, Bruder, oh. Oh, du, boah. Boah, Dog. Mm, holy crunchy shit. Chicken. Boah, das sieht ja richtig gut chicken. Aus. Wow. Gravy auf unsere Mashed Potatoes. Oh, hat er noch eine Soße dazu gemacht, oder was? Oh, Bruder, oh. Boah, dicker Wild, wow. Alter. Boah, dicker Bohnen dazu, dicker. Mann, ich so ein Ehrenmann, ich schwöre. Den kann man so einen guten Geschmack haben, Alter. Digga. Oh, Digga, grüne Bohnen sind das Beste, was du machen kannst. Digga, mit Rotkohl, der hat die beste Beilage einfach. No cap. Wow! Bärenstark! Bro. Wow, Bärenstark! Alter, nee. Zu guter Letzt kommt das noch drauf. Die Hot Sauce. Ich schieße scharf wie Texas Pete.
verstehe. Crispy Crunchy Chicken. Hot Sauce. Boah, ich will sehen, dass er es probiert. Okay, er probiert's. Wow, wieder mal ein voller Erfolg in der Trap House Kitchen. Das Ergebnis ist bärenstark. Fried Chicken mit Mashed Potatoes. Kommt zum Geschmackstest. Boah, Bruder, ich will auch. Mashed Potatoes. Sehr lecker. Digga, ich möchte, dass Moneyboy mich nackt mit seinem Essen füttert. Jetzt ist crispy, guck mal, golden, goldbraun, crispy, crunchy Chicken. Boah, das ist so... Boah. Boah, du, das sieht so geil aus, holy shit. Boah, Bruder. Spicy. Es hat den Kick der Spices. Es ist außen crispy, innen moist. Boah, fuck. Das ist krank sick, meine Freunde. Perfektes Fried Chicken. Unbeschreiblich gut. Boah, du, das sieht so lecker aus, holy shit. Ich bin gar nicht so auf dem Fleischtrip gerade, muss ich wirklich sagen. Also ich esse wirklich sehr wenig Fleisch gerade, aber Digga, so ein gutes Hühnchenfleisch frittiert, Digga, Bruder. Boah, Alter, vor allem mit dieser knusprigen Panade, die dann so... Es gibt ja so diese Schnitzelpanade, die so glatt ist, und dann gibt es so diese KFC-Panade, die so... Wisst ihr, was ich meine? Boah, Digga, die ist so geil, Alter. Geil. Hey, Junge, boah, ich hab so Hunger, Alter, holy shit. Ich hab gerade vor einer Stunde Frühstück gegessen oder so. Ja gut, vor zwei Stunden, aber... Bro, ich hab so Hunger, holy shit.